jetzt nochmal zum Thema Reality-TV. Da machen sie auch sehr viel und haben auch einiges schon rausgefunden, entlarvt, auch in Beiträgen. Jetzt hat gerade dieses Format Köln, diese Postleitzahl, ich glaube, es ist 50667 oder so, mit Erfolg gestartet als Ableger von Berlin Tag und Nacht. Mhm. Inzwischen startet die, ich weiß nicht, wie viele Staffel von Dschungel, vom Dschungelcamp. Wird es immer nur noch schlimmer? Was können wir da erwarten? Oder sind Sie Optimist? Also ich muss das Dschungelcamp ja fast schon verteidigen, weil das ist ja zumindest noch handwerklich eine großartige Show. Also man kann den, über den Inhalt kann man natürlich streiten, wenn die da Kakerlaken fressen müssen und so. Aber das wird halt mit einem riesigen Gebiet wird das gedreht da, mit sehr viel Aufwand, mit ganz vielen Kameras und einer riesigen Mannschaft dahinter. Also wenn handwerklich das Fernsehen auf dem Niveau bleibt, dann kann man ja schon mal zufrieden sein. Ne? Das ist ja nun bei diesen billigen Doku- und Reality-Soaps eben nicht der Fall. Das ist alles schnell abgedrehtes Fernsehen. Das darf nichts kosten und das ist alles. Das Erschreckende ist halt, dass es eben erfolgreich ist. Nicht? Und das Berlin Tag und Nacht hat eine solch riesige Fangemeinde eben auf Facebook und das ist der Knaller bei RTL 2. Die haben sich früher mit Big Brother, haben sie ja viel mehr investieren müssen, um das da zu produzieren. Jetzt haben sie billigeres Fernsehen und kriegen eine viel bessere Quote. Das ist schon, aber da ist halt die Frage, was kann man dagegen tun? Wie kann man die Leute darauf bringen, dass sie sowas nicht mehr gucken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, man kann nur versuchen, besseres Fernsehen zu machen und den Leuten zu sagen, pass mal auf, aber das wäre zum Beispiel auch Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, auch im Vorabendprogramm zum Beispiel wirklich einen Gegenpol zu setzen. Aber die ARD setzt ja genauso auf die nicht ganz so intelligente Jugend, sage ich mal, indem sie eine Daily Soap wie Verbotene Liebe halt zeigen. Und das ZDF zeigt dann irgendwie Boulevard, Hallo Deutschland und sowas. Also die bemühen sich ja auch nicht, im Vorabend denn auch einen Gegenpol zu setzen. Und das wäre für mich ja die Aufgabe eigentlich der Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Warum kommt keine Innovation zustande? Also okay, Joko und Klaas gibt's und Bauerfeind vielleicht noch, aber reicht das? Oder sind das die Innovationen, die Sie auch gut finden? Also ZDF Neo hat ja durchaus gewisse ZDF Kultur ist das, ja. Genau. Da sind tolle Sendungen dabei, auf jeden Fall. Also das finde ich auch. Das Problem ist nur, sie guckt keiner, weil ZDF Neo, ein paar Leute kennen das, aber das hat eine Quote, der Marktanteil liegt bei unter 1%. 0, irgendwas. Insofern, das ist zwar irgendwie Kult, aber es erreicht keine Leute. Warum erreicht sie Leute nicht? Weil es halt nicht in den großen Sendern läuft. Und das Problem ist halt wiederum, und da wird es dann eben problematisch, entweder trauen sie sich nicht, das in die großen Programme zu übernehmen, oder speziell bei der ARD, die blockieren sich ja alle gegenseitig. Das Programm ARD, das System ist ja sowas von verkrustet. Ich habe mit Ranga Yogeshwar ein Interview gemacht in meiner Sendung und der hat zu mir gesagt, und das fand ich wirklich unglaublich, dass die ARD seit ungefähr 2-3 Jahren schon abplant, die Absetzung der Börse im Ersten, kurz vor der Tagesschau. Und sie können sich nicht darauf einigen, was sie stattdessen bringen. Deswegen läuft die Börse im Ersten immer weiter. Die soll schon längst abgesetzt sein, weil die ARD längst erkannt hat, Aktionäre ist ein kleiner Teil unserer Gesellschaft, die müssten nicht exklusiv und kurz vor 8 den Tagesschau-Sendeplatz kriegen. Das ist total irre. Ein bisschen vor 8. Und in der Tagesschau kommt es dann auch nochmal vielleicht. Und da hat eben Ranga Yogeshwar auch einen Vorschlag gemacht, er würde gerne so ein Mini-Wissensformat kurz vor 8 machen, Wissen vor 8. Das direkt vor der Tagesschau zu machen, aber noch in einer etwas anderen Form, er hat nochmal so ein etwas anderes Konzept, hat er sich überlegt, aber er kommt damit nicht durch. Ne? Und deswegen läuft das Alte immer weiter, obwohl jeder weiß, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Gut, aber die so absurd. Ja, aber die Privaten könnten ja auch Innovationen bringen. Ja, bei den Privaten RTL Samstagnacht war zum Beispiel. Ja, in den 90er Jahren gab es viele tolle Sendungen, auch bei den Privaten. Also da gab es Wie bitte war eine super Sendung oder Sat.1 hat wunderbare, tolle Fernsehfilme auch gemacht. Auch von Dieter Wedel hat gedreht, Mario Adorf und alle so, auch große Schauspieler haben die damals auch gehabt. Das ist alles zu teuer geworden. Das Risiko ist zu groß. Ne? Wenn man jetzt einen großen Fernsehfilm dreht für über 1 Million Euro oder so und am Ende gucken die nur 2 oder 3 Millionen, dann hat es sich nicht gelohnt, dann ist das Ding ein Flop. So. Aber das Risiko war damals auch groß. Ja, aber damals gab es noch mehr Zuschauer. Die jüngere Generation ist ja heute ins Internet abgewandert. Es wird immer schwieriger, die zu erreichen mit Fernsehen. Es gab auch noch weniger Sender, es sind noch mehr Sender geworden. Also Sat.1 und RTL, damals waren
also 3 Millionen wäre eine schlechte Quote gewesen zu damals. Heutzutage ist das schon top, wenn die 3 Millionen kriegen. Damals waren so 7, 8, 9 Millionen, teilweise sogar 10 Millionen haben sie teilweise erreicht. Fußballspielniveau. Ja, also das hat sich eben auch geändert. Und deswegen, es ist für die Sender immer schwieriger, jetzt noch großes Geld zu verdienen. Die Zeit ist vorbei, die Goldgräberstimmung ist vorbei. Und jetzt darf es halt nichts mehr kosten und der Zuschauer schaltet ja trotzdem ein, haben die mittlerweile festgestellt, egal was wir senden, auch wenn es nichts kostet. Und wenn es unterm Strich uns einen Gewinn bringt, ist es doch okay. Und ja. Deswegen ist die einzige Chance, die ich, wo ich darauf hoffe, ist, dass wir irgendwann wirklich die Mischung aus Fernsehen und Internet mehr bekommen und das interaktive Fernsehen kommt, also dass man wirklich auch vielleicht so eine Art Pay-Per-View-System hat, wie es jetzt Sky im Grunde schon ein Stück weit anbietet, aber dass das auch generell aufs ganze Fernsehen ausgebreitet wird. Das ist, technisch ist es ja eigentlich schon möglich, es wird noch nicht richtig umgesetzt, weil ich glaube, wenn die Privaten, und dazu werden die irgendwann kommen, Inhalte gegen Geld anbieten und nicht mehr kostenlos, weil mit Werbung einfach nicht mehr genug Geld zu verdienen ist, dann sind sie auch unter Zwang, wieder kreativer und besser zu werden. Weil für Berlin Tag und Nacht, das gucken sich die Jugendlichen zwar an, aber ich glaube nicht, dass die von ihrem Taschengeld dafür Geld bezahlen. Das bezweifle ich. Sie haben auch gemerkt, bei Ihrer im Ausflug bei der Produktionsfirma im Boulevardbereich, Fernsehen ist brutal. Wie brutal muss man als Medienkritiker, als Fernsehkritiker sein? Ja, mittlerweile muss man schon sehr brutal sein, glaube ich. Es gibt ja schon manche Formate, da kann man ja mit Sachlichkeit gar nicht mehr darauf reagieren. Da kann man ja nur noch irgendwie draufhauen. Und so wie das dann halt der Kalkofe oder so auch macht. Ich nehme da halt auch kein Blatt vorm Mund. Also ich finde, was ich natürlich nicht mehr mache, das habe ich in der Anfangszeit mal gemacht, da ist halt auch so ein Erkenntnisprozess irgendwann gekommen, dass ich mich über die Protagonisten lustig mache. Das habe ich auch zuerst noch gemacht. Dass die Motto, nach dem Motto, hier, ach, was eine peinliche Sendung, und dann wird da so eine dicke Frau vor die Kamera gelassen, hahaha. Und mittlerweile würde ich halt sagen, schämt sich der Macher der Sendung eigentlich nicht, so eine Frau da so vorzuführen. So würde ich es heute sagen. Diesen Erkenntnisprozess musste ich auch erstmal bekommen im Laufe der Zeit, weil ich halt irgendwann dennoch E-Mails bekommen habe von Leuten, die sowas erlebt haben. Und ich dann erst gemerkt habe, oha, es ist mir gar nicht klar, was die eigentlich im Grunde durchmachen müssen. Weil wenn hinterher der Psychoterror von Zuschauern kommt oder im Internet und so weiter. Oder wenn sie sich selber im Fernsehen denn sehen und merken, das ist völlig falsch zusammengeschnitten. Also insofern, das war dann auch ein Prozess, den man selbst erstmal durchmachen musste. Wie sehen Sie sich mit Ihrem Magazin so in der Medienkritiklandschaft? Also so wie ich es mache, bin ich mehr oder minder der Einzige. Also dass ich, also jemand, der online auch sich die Mühe macht, Interviews zu führen, die zu den Leuten hinzufahren und das unter Beiträge zu schneiden. Also jetzt, wenn es um den Fernsehbereich, das Thema Fernsehen geht speziell, da wüsste ich jetzt kein Format, das auch so aufgebaut ist. Fernsehkritik gibt es natürlich vieles. Es gibt diverse Blogs. Es gibt den Lars Kolenia zum Beispiel. Das ist so ein Student, der macht das halt auf eine einfachere Art und Weise. Der macht sich immer nur über Trash-TV lustig. Der arbeitet jetzt nicht investigativ. Oder es gibt natürlich den Kalkofe. Das ist ja auch viel Kritik, was der bringt. Aber es ist natürlich mehr der Comedy-Bereich. Und also ich erlebe immer wieder von Leuten, wenn sich Leute bei mir melden, weil sie irgendwie was erlebt haben mit dem Fernsehen, dass ich dann immer höre, ja, sie sind mir empfohlen worden. Mir hat jemand gesagt, wende dich doch mal an den. Also insofern hat man mittlerweile sich so eine Position erarbeitet nach dem Motto, wer Ärger mit dem Fernsehen hat, der sollte sich mal bei Fernsehkritik.tv melden, ne? Das ist so, ich kriege auch öfter mal so E-Mails, die Leute an Fernsehsender schicken, wenn sie sauer sind. Und als letzter Satz steht drunter, zu ihrer Info, diese E-Mail geht in Kopie auch an Fernsehkritik.tv. Ne? Das ist so ein bisschen so wie, ich gehe zur Bild-Zeitung, wenn sie mich entlassen wollen. Ne, keine Ahnung. Ja, ist ja schön, weil ich meine, das ist ja auch etwas, was man sich auch hart erarbeitet hat. Und dadurch komme ich natürlich auch an interessante Leute heran, wenn die sich sogar von selber bei mir melden, wenn ich noch gar nicht mehr recherchieren muss, sondern sogar auf mich Leute zukommen. Besser kann es ja nicht laufen für mich. Müsste es noch mehr Medienkritik geben in Deutschland? Absolut. Ich finde vor allem, die ARD und ZDF wären viel mehr in der Verpflichtung. Es gibt SAP auf dem NDR.
Das ist okay, finde ich, aber da könnte man auch viel mehr draus machen. Man könnte sich auch vor allem auch trauen, das ein bisschen sich auch trauen, ein bisschen härter zu machen. Das ist teilweise sind die ja viel zu korrekt, wie ich finde. Es ist halt gut, öffentlich-rechtlicher NDR und so, naja. Nicht brutal. Nee, genau. Ja, also auf jeden Fall. Also da sollte es wirklich ein Format geben, das sich auch nur speziell mit dem Fernsehen beschäftigt und wirklich auch Aufklärung betreibt und den Zuschauer auch sagt, lieber Zuschauer, wenn du dich vor die Glotze setzt, mach dir bewusst, Fernsehen kann auch fake sein, glaub nicht alles, was das Fernsehen dir sagt. Es muss, also so eine Art Gebrauchsanleitung für den Fernsehzuschauer in Form irgendeiner, kann auch eine unterhaltsame Sendung sein, muss ja nicht trocken sein, ne, guckt es ja keiner. Ich sag ja immer, ne, dieses berühmte Hugo von Hoffmann-Zitat, man muss das Tiefgründige an der Oberfläche verstecken, sonst erreicht man die Leute ja nicht. So. Und das kann man ja entsprechend machen, aber das wäre eigentlich für mich, das ist Teil des Bildungsauftrages von ARD und ZDF und das wird überhaupt nicht erfüllt. Die können es auch wahrscheinlich nicht, weil sie nicht kritisch mit sich selber sein können bei den Müssen sie Strukturen. aber, sollen sie, finde ich. Also ich habe mich in meiner Magisterarbeit auch damit beschäftigt, mit Medienjournalismus und war ich auch nicht der Erste, dann auch irgendwie zum Schluss gekommen, dass das Beste wohl wäre, eine unabhängige Instanz irgendwie zu haben. Stiftung Medientest wird dann immer genannt. Und wo senden die denn? Naja, da geht es weniger um Senden. Die könnten vielleicht auch eine Publikation haben, wo sie Sachen ja, publizieren und empfehlen oder nicht empfehlen. Aber eher so, ich meine, Stiftung Warentest hat ja auch ihre Hefte. Also ich würde eher sagen, absolute Verpflichtung. Es gab ja auch mal für die Privaten mal, ist glaube teilweise, glaube ich, mittlerweile ist es auch schon eingestellt, dass es diese komischen Kulturfenster geben musste von Alexander Kluge. Genau. DTTG. Und wo dann plötzlich RTL da irgend so ein Programm bringen musste, wo völlig teilweise weiter war auf unfreiwillig komisch diese und irgendwelche durchgeknallten Künstler da interviewt werden und so. Das müsste man auch, was ich der ARD sagen. Jetzt zum Beispiel kurz vor der Tagesschau. So, ihr müsst jetzt dieses Fenster vor der Tagesschau. Tagesschau hat 6, 7 Millionen Zuschauer, ist ein stark gesehenes Format und da in dem Umfeld müsst ihr auch dieses Aufklärungsformat platzieren, damit das auch viele Leute gucken. So. Ja, freiwillig machen sie es nicht. Wahrscheinlich muss man sie zwingen. Keine Ahnung. Würden Sie so ein Format machen dann? Ja, weiß ich nicht. Also ich fühle mich im Internet eigentlich sehr wohl, weil ich bin mein eigener Herr und ich kann machen, was ich will. Und wenn ich gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, nach jeden Morgen nach so einer Sendung würde erstmal so ein Gremium zusammentreten und dann würde erstmal die Absetzung gefordert werden wahrscheinlich oder irgend sowas. Das wäre viel zu kompliziert, ne. Was wissen Sie über Ihre Abonnenten und Ihre Zuschauer? Wer ist das? Mein Vermarkter hat da mal so ein paar Nachforschungen angestellt. Es ist eine sehr junge Generation zwischen 14, obwohl ich immer sage, ab 16 eigentlich erst empfohlen, aber trotzdem gucken es schon 13, 14. Gut, ist ja auch meistens nicht schlimm. Ich habe halt auch schon mal irgendwelche nächtlichen Erotikformate auseinandergenommen und da sage ich halt immer, das ist dann lieber darauf hinweisen, das ist nicht für die ganz Jungen. Ja. So. Es geht bis in die 30 hinein, dann geht die Kurve runter und es ist überwiegend männlich, durchaus höherer Bildungsgrad, interessieren sich stark für Games, für interaktive Sachen und gucken wenig Fernsehen. Das ist, glaube ich, so ungefähr die Zielgruppe. Also genau die Sendung, die Sie da kritisieren, bei Fernsehkritik TV nicht einschalten. Die gucken die Kritik über die Das Sendung, stimmt, die sie das nicht stimmt. sehen. Ja, ist richtig. Es gibt immer wieder welche, die mir schreiben, ich bin Ihnen so dankbar, sie bestätigen mich immer wieder aufs Neue, dass es richtig war, meinen Fernseher abzuschaffen. Das kriege ich immer wieder geschickt von Leuten, ja. Aber ab und zu hat man auch mal was dabei. Also wie gesagt, also ich habe wieder mal Jugendliche auch, die sich bei mir melden und dann irgendwie sagen, hier, ich habe jetzt einen anderen Blick aufs Fernsehen durch dich bekommen und vielen Dank. Oder Eltern, die sagen, ich verpflichte meinen Sohn, immer ihr Format zu gucken und so. Also das ist durchaus auch, man trifft auch manchmal mit dem Fall. Es geht nicht immer nur vorbei. Was hält bei Ihnen da die Motivation hoch? Was motiviert Sie? Naja, sicherlich der Erfolg, das Feedback. Also wie wenn eine neue Folge erschienen ist, dann wird erstmal im Forum heiß diskutiert und man kriegt viel E-Mails geschickt und auf allen Ebenen und das wird von vielen getwittert und so. Also man merkt einfach, man erreicht sehr viele Leute damit und das motiviert einen ja schon mal. Wenn ich es bis heute jetzt feststellen würde, das guckt keiner, naja, der will ich wahrscheinlich längst aufgehört, das ist ja klar. Und man ist sich halt auch seiner Rolle mittlerweile
Entschuldigung, bewusst, dass man eben eben auch so eine Art Instanz, wie wir schon drüber sprachen, geworden ist. Und ich könnte gar nicht ohne weiteres jetzt sagen, ich höre jetzt auf damit, weil man hat das Gefühl hat, irgendwie, man ist jetzt auch, hat auch eine gewisse Verpflichtung mittlerweile. Und weil es ja auch, wie gesagt, wenig in der Richtung anderes gibt. Und insofern, das motiviert mich einfach auch, weil es ja auch eine wichtige Aufgabe ist, wenn man den Leuten was näher bringt, auch wenn es vielleicht manchmal etwas platter und etwas unterhaltsamer ist, aber trotzdem, die Message ist ja immer irgendwie dabei, dann hat man ja auch das Gefühl, man hat da irgendwie eine Mission, die man da zu erfüllen hat. Jetzt noch eine Frage, Sie waren ja hier in der BTU Cottbus heute in dem Seminar, wo Schüler und Studenten zusammen sich mit Fake-TV, Reality-TV befasst haben. Was für einen Eindruck haben Sie da? Und war das nur eine einmalige Situation für Sie oder hatten Sie sowas schon öfter? Nee, also in so einer Art Workshop war ich jetzt noch nicht. Also mit so Praxisbezug. Also ich habe schon, war schon in Vorlesungen, nicht viele, aber ein paar waren schon dabei, wo ich halt vor Studenten halt irgendwie was erzählt habe, eine Stunde, und dann konnten halt Fragen gestellt werden und fertig war es. Sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich fand es interessant. Ich fand es auch lustig, wie auch teilweise erstmal etwas blauäugig offenbar an die Sache herangegangen wird, weil man vielleicht erstmal in der Praxis irgendwann feststellen muss, na, so einfach ist es halt nicht. Aber das ist gut. Ich meine, dafür ist ein Workshop ja da. Die Leute sollen das ja einmal richtig durchexerzieren bis zum Ende, um dann festzustellen, okay, beim nächsten Mal würde ich das und das anders machen. Und insofern ist das eine gute Sache. Ist das ein lohnenswertes Thema, was wichtig ist für die Generation, die vielleicht auch jünger ist und die das auch schaut? Ja, auf jeden Fall, weil es ja tatsächlich eben auch viele gibt, die das für echt halten oder zumindest für auf realistischen Vorkommnissen basierend oder so. Das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Das ist auch zurzeit mein Hauptthema. Das habe ich sehr oft als Thema. Also von mir melden sich einfach auch viele Leute, die irgendwie Ärger hatten mit irgendwelchen Reality-Sendungen und so. Und weil es ist eben, und das wird mit Scripted Reality noch auf die Spitze getrieben, es ist halt so eine Vermischung aus Fake und Realität und so. Und die Leute blicken ja auch irgendwann nicht mehr durch. Es gibt ja auch Sendungen wie Mieten, Kaufen, Wohnen zum Beispiel, heißt die. Da ist es mal echt und mal ist es auch einfach gespielt. Und es wird auch gar nicht weiter irgendwie noch erklärt. Am Ende wird immer eingeblendet, so ein ganz allgemeiner Satz, der sowohl das eine als auch das andere bedeuten könnte. Ich kriege es gerade nicht zusammen irgendwie. Die gezeigten Geschichten basieren auf wahren Ereignissen oder so, also wo man sich jetzt alles drunter vorstellen kann. Das hat eigentlich keinen Informationsgehalt, wie das am Ende formuliert wird. Also, und das ist halt gefährlich auch natürlich, wenn Realität und Fiction immer weiter sich vermischen. Also da ist man ja wirklich irgendwann bei Matrix oder bei 1984 angelangt. Da muss man ja wirklich aufpassen, ne? Und das da muss man mit viel Aufklärung auf jeden Fall dagegen halten. Und vor allem bei der jungen Generation jetzt schon ansetzen und denen gleich das in den Kopf pflanzen, fällt da gar nicht erst drauf rein. Deswegen wäre ja auch sowas wie Medienkunde in der Schule, das ist ja auch viel zu wenig, es müsste viel mehr betrieben werden, weil die Jugendlichen lernen den Umgang mit diesen Medien ja gar nicht, ne? Die werden einfach davor gesetzt und dann viel Spaß damit, ne? Gut, jetzt könnten wir den zweiten Diskussionsstrang aufmachen. Manfred Spitzer würde sagen, auf keinen Fall Leute, die Jungen an das Medium gewöhnen, weil das ist Teufelszeug. Das machen wir aber nicht. Vielen Dank fürs Gespräch und gerne. Ich google jetzt Ermano Grauer mal. Ja, genau. Ich habe gewonnen. Schauen wir mal.